Das ist eine coole Sache, dieses Air-Up, muss ich ehrlich sagen. Also es ist Wasser mit Geschmack, ohne Geschmack im Wasser, sondern eigentlich nur hier oben über diese Filter wird ein Geruchsstoff über die Nase mit aufgenommen, wodurch das Wasser einen leckeren Geschmack hat. In meinem Fall ist es gerade Grapefruit. Finde ich ganz cool, denn man trinkt ein bisschen mehr Wasser dadurch, was ja der Gesundheit zusteuert, was eine coole Sache ist. Denn wir alle wollen schön fit bleiben. Auch ich fahre zum Beispiel aktuell wieder seit, ich glaube, jetzt 4 Tagen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das sind jeden Tag 16 Kilometer fast. Oder 14, 15, 16 Kilometer. Auf jeden Fall ein bisschen Fahrrad fahren. Tut ganz gut. Dementsprechend brennen mir auch die Beine. Der eine oder andere kennt es vielleicht, denn durch Corona sind wir alle ein bisschen faul geworden. Auch ich, da auch die Fitnessstudios und so weiter zu haben. Ja, das vorweg. Jetzt zum Video. Okay, heute geht es ums Thema Videografie. Ich will mit euch einmal so über die Basics der Videografie sprechen, beziehungsweise wie man cinematische Videos aufnimmt, denn das ist in der heutigen Zeit meiner Meinung nach sehr wichtig, da auf allen sozialen Plattformen einfach nach Videocontent gefragt wird. Es wird überall gepusht, es gibt TikTok, Instagram, YouTube natürlich und überall will man schöne cinematische Aufnahmen haben. Und darüber will ich heute einmal mit euch sprechen. Es geht um die Basics nochmal so ein bisschen. Die meisten wahrscheinlich kennen das von euch. Ich will trotzdem noch einmal die Basics bei allen ein bisschen auffrischen. Und am Ende des Videos gibt es tatsächlich auch noch mal einfach einen Bonustipp. Und ja, falls ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr direkt schon mal unten die Glocke aktivieren und den Kanal abonnieren. Damit tut ihr mir einen Gefallen und euch selber auch, denn hier wird es in Zukunft immer wieder Videos zur Fotografie, Videografie, Fotobearbeitung und Videobearbeitung geben. Seien es Tutorials, kleine Box. Es wird es hier alles auf diesem Kanal geben. Also von daher aktiviert die Glocke. Und wenn ihr schon da unten rumschwirrt, klickt gleich auf den Daumen nach oben, tut er mir einen Gefallen mit und das war's. Falls jetzt schon Fragen bestehen, naja, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber wenn Fragen bestehen, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin immer fleißig dabei, die zu beantworten. Let's go! Tipp Nummer 1 ist tatsächlich, filmt mit der richtigen Framerate, das bedeutet mit der richtigen Bildanzahl, im optimalen Fall mit 24 oder 25 Bildern die Sekunde. Und wenn ihr das tut, dann verdoppelt ihr eure Belichtungszeit. Also wenn ihr mit 25 Bildern die Sekunde filmt, verdoppelt ihr die Belichtungszeit auf 50. Das sorgt dafür, dass ihr einen recht natürlichen, ja, unscharfen Look in euren Videos, gerade bei bewegten Bildern, erhaltet. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier meine Hand so hin und her bewege, seht ihr das, dass sie nie ganz scharf ist, sondern immer so leicht unscharf, ja, durch die Bewegung einfach. Und das wirkt sehr natürlich, beziehungsweise sieht sehr natürlich aus. Es hat einfach auch was mit cinematischen Hintergründen damals aus Hollywood zu tun. Und es ist eine der besten Möglichkeiten, euer Video schon mal viel authentischer und viel cinematischer wirken zu lassen, als vielleicht ein anderer Mensch es macht. Tipp Nummer 2 ist tatsächlich, filmt so offenblendig wie möglich. Das heißt, wenn ihr eine Linse habt, ich verlinke mal auf meine hier oben oder hier, ich weiß gar nicht. Ich verlinke mal auf meine Linse hier oben, das Sigma 24 bis 70. Filmt so offenblendig wie möglich. Das sorgt nämlich einfach dafür, dass ihr immer einen schönen, unscharfen Hintergrund habt, was auch wieder sehr cinematisch wirkt. Ihr kennt das vielleicht aus dem einen oder anderen Hollywood-Film, dass der Hintergrund komplett verschwommen ist. Man sieht da gar keine Struktur mehr, beziehungsweise wenn es gewollt ist, sieht man noch eine Struktur. In den meisten Fällen ist aber der Hintergrund super unverschwommen und das wirkt natürlich sehr professionell und hochwertig. Von daher filmt mit einer sehr offenen Blende, am besten f1.8 oder f2.8, je nachdem, was eure Linse so kann. Tipp Nummer 3 ist, wenn ihr so offenblendig filmt, wie ich es gerade gesagt habe, und eure Framerate richtig eingestellt ist, solltet ihr einen ND-Filter nutzen. Der sorgt nämlich einfach dafür, dass euer jetzt wahrscheinlich sehr überbelichtetes Bild wieder ein bisschen runder geregelt wird. Es gibt da variable ND-Filter, so wie ich sie nutze, also ein ND-Filter, den man ineinander verschieben kann, wodurch ihr die Belichtung ein bisschen anpasst. Oder es gibt feste ND-Filter, die werden dann halt in Stops angebracht von 2, 4, 8 bis 16. Es kommt hier immer drauf an, wie hell es draußen ist. Der Vorteil von einem variablen ND-Filter ist natürlich, ihr könnt je nach Lichtsituation draußen oder drin das Bild oder die Belichtung einfach anpassen über diesen Filter, den man vor die Linse schraubt. Und der Vorteil von den nicht variablen ND-Filtern ist in den meisten Fällen tatsächlich, dass ihr keine Vignettierung um den Bildrand herum habt, was bei schlechten oder günstigen variablen ND-Filtern tatsächlich mal vorkommen kann. Der nächste Tipp ist tatsächlich, geht in die Einstellungen eurer Kamera und nimmt dort die digitale Nachschärfung raus. In den meisten Fällen sind die Kameras nämlich so eingestellt, dass ein Videofile, wenn ihr ihn aufnimmt, einfach in der Kamera schon nachgeschärft wird. Das ist in den meisten Fällen, sieht es einfach unnatürlich aus, weil das Bild zu scharf ist einfach. Dann filmt lieber so wie ich, wenn eure Kamera das kann, in 4K oder euer Handy, die meisten können ja auch schon 4K filmen. Filmt einfach mit eurem Handy in 4K oder falls euch das Bild nicht scharf genug ist, weil ihr nur in Full HD gefilmt habt, schärft lieber in der Post-Production, also im Computer mit zum Beispiel Premiere, DaVinci Resolve oder Final Cut, eure Videos nach. Das sieht um einiges besser aus, als wenn ihr diese digitale Schärfe bereits, die in der Kamera aufgenommen wird, mit in den Videofiles habt.
Und der letzte wirklich entscheidende Punkt, tatsächlich auch mein bester Tipp überhaupt für alle da draußen, ist: filmt einfach. Macht euch nicht so viele Gedanken drüber, wie ein Bild auszusehen hat oder wie das Licht gesetzt ist, ob die Sonne scheint, ob die Sonne nicht scheint, was für ein Audio-Equipment ihr nutzt und so weiter. Nehmt einfach eure Kamera in die Hand, geht meinetwegen in den Wald, das habe ich früher auch so gemacht, denn ich habe hier auf diesem Kanal tatsächlich mit der Videografie angefangen. Geht in den Wald oder filmt eure Freundin oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall nehmt die Kamera in die Hand und fangt einfach an, Videos aufzunehmen. Und dann werdet ihr ganz schnell von alleine merken, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert, was man weitermachen kann und was man lieber lassen sollte. Und ja, das ist so der Bonustipp, den ich eigentlich jedem nur mitgeben kann. Das heißt, Film, Film, Film und die Routine bzw. das Verständnis fürs Film kommt dann in der Zukunft einfach von selber. Ja, das sind so meine Basic-Tipps für die Videografie. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ich weiß nicht, ob ihr die alle schon kanntet. Die meisten wahrscheinlich schon, weil das sehr geläufig ist, wenn man sich ein bisschen mit der Kameratechnik auseinandersetzt. Trotz alledem will ich mit euch oder mit meinen Abonnenten hier auf dem Kanal dann noch einmal drüber gesprochen haben, denn in der Zukunft soll es hier wieder vermehrt um die Videografie gehen. Und da möchte ich natürlich, dass ihr Bescheid wisst, von was ich rede, wenn ich über etwas rede. Und ich denke mal, die meisten Tipps davon sind schon ziemlich geläufig gewesen, definitiv. Aber trotz alledem konnte der eine oder andere vielleicht ja noch einen Tipp mitnehmen, der ihm dabei hilft, in Zukunft bessere Videos aufzunehmen. Und falls ihr jetzt den Kanal noch nicht abonniert habt, tut's doch einfach und lasst ein Like da. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag im nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut, Peace, wir sehen uns.